Herzlich willkommen zu dem Kurs Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und wie schon beim letzten Mal bringe ich hier meinen Spruch. Wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, und wo haben wir aufgehört? Wir haben uns den Hotspot programmiert, vorher die Klasse Knopf und die Klasse Taste. Dann haben wir Knopf nochmal umgeändert, das haben wir im letzten Video gemacht. Heute wollen wir beginnen, den B-Knopf zu programmieren, der die umfangreichste Funktion von diesen drei kommenden Klassen sein wird. In diesem Video wollen wir uns allerdings erstmal nur damit beschäftigen, die Klasse anzulegen und ein Bild hochzuladen. Also dazu gehe ich in meine Klassenbibliothek hinein. Und hier genau in die Klasse Knopf. Und als allererstes kopiere ich mir mal wieder meinen Header. Und diese ganzen Sachen kann ich auch schon mal kopieren. Da kann ich dann nämlich gleich einfach nur umändern. Jetzt gehe ich ganz bis zum Ende der Klassenbibliothek, also noch hinter die Klasse Taste, die ja eine Ableitung von der Klasse Knopf war. Und hier habe ich, muss ich mir jetzt das in einen B-Knopf umändern, und ableiten tue ich das Ganze nicht mehr von der Klasse Hotspot, sondern von der Klasse Knopf, wie eben auch die Klasse Taste. So, das ist das erste, was ich zu tun habe. Dann als zweites muss ich in meinem Konstruktor umändern, den Hotspot auch wieder in die direkte Elternklasse, nämlich in Knopf. Und diese ganzen Sachen, die kann ich mir jetzt rauslöschen, weil die brauche ich nicht. Aber ich brauche etwas anderes. Ich brauche nämlich eine Variable, in der ich mir das Bild abspeichern kann. So, und die setze ich jetzt erstmal auf 0. Und das war es eigentlich auch erstmal schon, was ich im Konstruktor verändern musste. Jetzt möchte ich mir als allererstes eine Definition programmieren, die mir ein Bild lädt. Und das Ganze nenne ich einfach bLoad. So. Ich erinnere euch nochmal daran, dass ein Programmierer in einem Buch, das mir sehr am Herzen liegt, gesagt hat, auch vermeidet bitte dieses Deutsch-Englisch durcheinander. Und ihr werdet mitbekommen haben, dass ich das ein oder andere Mal da auch in den Tüttel gekommen bin. So, aber es hat noch alles bisher funktioniert. Die Klasse nenne ich also bLoad, dann self, klar, das kommt immer rein, wenn man eine Klasse definiert, dann bDatei, darin soll der Dateiname übergeben werden mit dem Bild, was ich lade, und dann soll ein Farbschlüssel übergeben werden, und dieser Farbschlüssel, wozu der da ist, das zeige ich euch gleich. So. Ich schreibe jetzt erstmal hier hinein die Ladefunktion self. Nein, Moment, self.bild ist gleich. Und jetzt stellt uns Pygame eine Funktion zur Verfügung, pygame.image.load, dann bDatei. Das ist also die Angabe von der oder der Dateiname, wie der auf dem wie der auf der Festplatte zu finden ist, und dann schließe ich die Klammer und jetzt tippe ich hinten dran noch einen Punkt und convert. So. Auch das könnt ihr mal weglassen, könnt euch mal ansehen, was euch insgesamt dieses Programm tut, wenn ihr dieses Convert nicht dranhängt. Das konvertiert die Datei in eine Datei, mit der Python gut arbeiten kann.
So, und das war es auch erstmal schon. Mehr brauche ich gar nicht. So, ich speichere das Ganze und ich gehe in mein Hauptprogramm rein. So, jetzt möchte ich hier irgendwo natürlich mein Bild haben. Das heißt, ich muss hier mal reingehen und muss sagen, hey, das soll jetzt so und so sein. Und jetzt nehme ich hier einfach mal meine Nummer 15, mache daraus einen B-Knopf. Dann muss ich natürlich die entsprechenden Funktionen löschen, die Knopf oder B-Knopf gar nicht bereitstellt. So, clickable kann bleiben. So, dann tippe ich ein 15.bload. So, und jetzt müsst ihr für euch selber gucken, wo habt ihr denn irgendwo ein schönes kleines Bildchen, was ihr übertragen könnt. Ich selber habe, upsala, das ist jetzt etwas arg groß, habe mir einige Bilder in meine Programmbibliothek von Python hineingetan. So, also ihr seht, hier habe ich Python. Und an denselben Ort, wo jetzt hier mein Hauptprogramm steht, nämlich, haben wir es denn? Probe, hier, genau, hier dieses Hauptprogramm steht, dort habe ich mir jetzt die Bilder reingeladen und ich habe einfach irgendwelche Bilder aus dem Internet runtergeladen, die es frei zur Verfügung stand. Deshalb diese sinnlosen Bilder auch, ne, die ich euch dort gezeigt habe. Und hier haben wir zum Beispiel den Kuchen und hier haben wir den Rechner und dann haben wir hier zum Beispiel eine CD und so weiter und so fort. Unter anderem haben wir hier auch dieses Clipboard oder das Zeichen für das Clipboard. So, und ich möchte jetzt erstmal, weil wir, Check, das ist dieser grüne Haken. Und den wollen wir jetzt erstmal laden. So, ich schreibe also hinein Check, Punkt, dann die Dateiendung. Dazu sage ich dann auch nochmal was. So, und jetzt übergebe ich hier bei dem Farbcode erstmal nur 0. So. Den Farbcode, den haben wir noch nicht weiter verwendet. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Das hat auch erstmal seinen Grund, weil ich euch zeigen möchte, wie sieht das jetzt erstmal so aus. Ich speichere das Ganze ab und ich. Ja. So. So sieht's aus. Und es lässt sich auch nicht wieder wegklicken. Macht es überhaupt nichts mehr. Der Name B-Knopf ist not defined. So, ich restarte mal die Shell. Das hat natürlich auch wieder seinen Grund. Wir müssen aus einer Bibliothek entweder die einzelne Klasse importieren mit from-Knopf import B-Knopf. Oder wir importieren die ganze Datei, also die ganze Bibliothek, mit dem Nachteil, dass wir dann immer dieses, also wie wir das bei Pygame machen, pygame.image.dieses.jenes.jenes. Das heißt, wir kommen auf eine ganz, ganz lange oder haben viel zu schreiben. Ne? Also es ist ein ganz, ganz langer Name. Und um das zu vermeiden, schreibt man dann immer from Knopf import diese oder jene Klasse. Gut, jetzt haben wir das gemacht. Ich speichere ab. Ich lasse das Ganze laufen. Und ihr seht gar nichts. Das ist nun relativ doof, aber war voraussehbar, weil wir das Bild ja gar nicht auf den Bildschirm bringen. Das heißt, wir müssen das noch irgendwie dem Programm anweisen. So, jetzt druck uns das gefälligst mal so oder so aus.
Dazu gehen wir wieder in unsere Klasse Knopf. So, was machen wir? Wir müssen den Knopf aus und den Knopf an überschreiben. Knopf aus self. Und wir müssen gar nichts weiter machen, als dass wir unsere Programmzeile, die wir oben haben, nämlich hier dieses, das Ganze hier, ich kopiere das jetzt mal einfach, das müssen wir uns erstmal nach unten ziehen. Schön einrücken. Das ist das Erste. So, das Zweite ist, mal gucken, wir können jetzt, glaube ich, hier auch noch mal etwas abkürzen, und zwar können wir dieses Self-Hold, das können wir weglassen, weil der das ja hier oben schon abfragt. Moment. Genau hier. Beziehungsweise setzt, also dieses Maus-Event, das ersetzt mir eine ganze Menge. Und hier habe ich sowieso an der falschen Stelle. Wir sind jetzt hier oben beim Knopf selber. Und ich setze das Ganze jetzt erstmal hinter ein Hashtag und verwandle das in einen Kommentar. Und genauso mache ich das hier unten. Ich verwandle das in Hashtag und in einen Kommentar. Und hier genauso. Das Self-Zeichne String, das kann ich rausnehmen, weil ich mir das jetzt gerade aus der Klasse Taste kopiert habe. So, und jetzt muss ich erstmal das Bild auf den Bildschirm bringen. Das Ganze mache ich mit Self. Punkt. Jetzt brauche ich meinen Screen, also mein Ausgabe Medium, und dann Blit. Das kennen wir schon von der Textausgabe, aber bei der Textausgabe hatten wir gar keinen Text, sondern wir hatten einen in ein Bild gerenderten Text, also einen Text, der in ein Bild umgewandelt worden ist. So, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil jetzt haben wir wieder so eine ganz, ganz ewig lange Eingabe. So. Ich muss mein Bild nehmen, Self-Bild, Komma, und jetzt muss ich X und Y übergeben, und zwar mit self.x-rec. Also erstmal kommt es hier auf den auf die obere linke Ecke und dann self.x plus, also die Breite, abgezogen die Breite von dem Bild, self.bild. Punkt. Und jetzt haben wir dort ja eine Instanz von einem Bild, und dafür liefert uns Pygame, um die Breite uns zu holen, die Funktion get-width. Und da werden keine Parameter übergeben. Ich schließe das Ganze, und jetzt seht ihr, der graut mir hier immer die
Ecken ein oder die Klammern ein. So, und das Ganze möchte ich jetzt aber noch durch zwei teilen. Das heißt, falls das Bild kleiner ist als die Taste, dann setzt er mir das mittig, weil der sozusagen den Abstand berechnet zwischen der Größe von dem Bild und der Größe von der Taste. Und diesen Abstand teilt er dann durch zwei, weil wir auf der linken und auf der rechten Seite jeweils einen Abstand haben. So, damit habe ich jetzt die X-Position. Und jetzt brauche ich das Ganze auch noch für die Y-Position. Und das kann ich mir jetzt hier einfach ersparen, das nochmal einzutippen. Ich kopiere mir das, setze mir das hier hin und ersetze das X durch ein Y. Hier allerdings muss ich das dann umändern und muss stattdessen Höhe reinschreiben, get height. So, seid ein bisschen vorsichtig, das wird nämlich ganz komisch geschrieben. Das width wird mit dth geschrieben, wobei das th ein th ist, also width. Und das height, das g und das h, das wird nicht gesprochen. Get height. So. Damit haben wir das. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Klammern gut. Und wir haben noch keine Klammern geschlossen. Als erstes müssen wir hier dann die eckige Klammer schließen. Und dann die runde Klammer. Und jetzt seht ihr, hat er das Ganze, was blind übergeben wird, das Bild plus die Position, an der das Bild ausgedruckt wird, hat er das Ganze grau gefärbt. So, und damit müsste das Ganze auch funktionieren. Ich habe einmal das Rechteck auf das Bildschirm gesetzt und da drauf dann das Bild. Umgekehrt wäre das Bild dann nicht zu sehen. Jetzt zittern wir und hoffen, dass das Ganze funktioniert. So, und ihr seht, ich habe mein Checker hier, mein Haken, den habe ich auf dem Knopf drauf. Ich kann das Ganze auch andrücken. Ja, jetzt sieht man es nicht, das ist noch nicht optimal. Und was auch nicht optimal ist, das seht ihr hier, ist, dass die Hintergrundfarbe von dem Bild angezeigt wird. Die wollen wir weghaben. Wie das gemacht wird, das zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.